Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal Survive. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Heute dreht sich alles um das Thema Angst alleine nachts im Wald. Wir werden das ganze Thema Angst alleine nachts im Wald in 5 Punkte aufteilen. Punkt Nummer 1 ist, woher kommt die Angst? Was ist überhaupt der Ursprung unserer Angst vor dem Wald, vor einer Nacht in dem Wald? Punkt Nummer 2 ist, was erwartet uns überhaupt im Wald? Das heißt, welche Tiere und damit welche Geräusche und auch welche Menschen könnten uns nachts im Wald begegnen, erwarten, wie auch immer. Punkt Nummer 3 ist, worauf setzt du deinen Fokus und den Fokus richtig setzen? Punkt Nummer 4 wird der Lagerplatz sein. Das heißt, wie finde ich einen sicheren Lagerplatz? Wie fühle ich mich wohl und sicher? Und wie passiert mir nichts? Und wo bin ich gut geschützt? Und bei Punkt Nummer 5 gebe ich euch einfach nochmal meine Erfahrungen und meine Tipps für eure Overnighter im Wald mit. Was mache ich, um mich sicher zu fühlen? Was habe ich dabei, wie mache ich mein Lager und so weiter und so fort. Aber jetzt starten wir direkt mit Punkt Nummer 1. Ach so, bevor wir Punkt 1 jetzt zusammen durchgehen, ich kann natürlich immer nur aus meinen Erfahrungen berichten, aus meinen Informationen berichten, die ich mir selber angeeignet habe durch Berichte lesen, Bücher lesen, andere YouTuber anschauen und so weiter. Also generell sind das meine Erfahrungen und meine Informationen, die ich an euch weitertrage. Wenn ihr generell nach dem Video noch weitere Tipps am Start habt, dann schreibt die doch gerne unten in die Kommentare. So können dann Leute, die immer noch so ein bisschen Angst vor einer Nacht in dem Wald haben, auch unten in die Kommentare nochmal schauen. Vielleicht schreibt ihr auch einfach eure Erfahrungsberichte rein. So, und jetzt würde ich sagen, starten wir, wie gesagt, mit dem ersten Punkt. Woher kommt denn überhaupt unsere Angst vor dem Wald? Ich habe da zwei Thesen, und zwar zum einen ist es das Thema Horrorfilme. So, wenn wir uns natürlich Horrorfilme anschauen, wo irgendwelche Leute im Wald verfolgt werden von irgendwelchen Kreaturen oder denen irgendwas Schlimmes passiert, die abgemetzelt werden oder keine Ahnung, was im Wald passiert, irgendwelche Hexen, Geister und sonst irgendwas. Wenn wir uns sowas reinziehen, so, dann ist unser Kopfkino, wenn wir mal irgendein Geräusch hören, wenn wir im Wald nachts alleine sind, wenn wir nur durch den Wald spazieren, dann ist unser Kopfkino durch das, was wir gesehen haben, schon viel, 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 viel extremer als das, was eigentlich Realität nachts im Wald ist. Das heißt, liebe Freunde, schaut euch anstatt Horrorfilme lieber positive Sachen über den Wald an. Der zweite Punkt bei Punkt 1 ist meiner Meinung nach die Ungewissheit. Zum Beispiel war es bei mir nachts oft so im Wald bei den ersten Übernachtungen, dass ich gar nicht wusste, welche Tiere geben welche Geräusche von sich. Und wenn du jetzt nicht weißt, was da hinten geschrien hat, was sich wie ein kleines Kind anhört oder was da jetzt gerade rumläuft, wenn du keine Ahnung davon hast, dann ist deine Angst natürlich schon mal viel, viel größer. Aber wenn du dich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzt, welche Tiere haben wir im Wald? Damit kommen wir dann zu Punkt Nummer 2. Welche Geräusche geben diese Tiere von sich? Dann ist das Ganze schon viel einfacher und viel verträglicher. Und deswegen werden wir uns jetzt einfach mal so diese Haupttiere anschauen, die es hier im Wald gibt und welche Geräusche die denn von sich geben. Zuallererst kommen wir zu diesem Tier hier. Hört sich crazy an, oder? Wisst ihr, was das ist? Ein Reh. Das ist einfach nur ein Reh. Die können bellen, die können richtig schreien. Und ich hatte das sogar bei einem letzten Overnighter von mir. Da habe ich kurz vorm Schlafen auch so ein Bellen, Schreien gehört und ich konnte es nicht zuordnen. Und da saß ich auch erstmal so und dachte, okay, was war das? Aber das ist ein Reh. Ich kann euch generell direkt schon mal sagen, die Sachen, die sich am schlimmsten anhören, sind meistens am harmlosesten. Kommen wir zum nächsten Tier. Was könnte denn das hier sein? Wisst ihr, was das ist? Falls ja, schreibt es gerne schon mal in die Kommentare. Das ist ein Fuchs. Auch ein Fuchs hört sich ziemlich crazy an, musst du aber am Ende des Tages keine Angst vor haben, weil genauso wie Rehe sind auch Füchse extrem scheue Tiere und machen, wenn sie denn können, so einen großen Bogen um dich herum. Also Füchse und Rehe hören sich crazier an, als es am Ende des Tages ist. Das Tier wirst du wahrscheinlich erraten. Einmal kurz hinhören. Ist, glaube ich, gar nicht so schwer. Und zwar ist das ein Wildschwein. Wildschweine sind aber auch nicht auf Menschen fixiert. Also die haben keinen Bock,
irgendeinem Mensch zu begegnen. Das heißt, die haben auch einen sehr, sehr guten Geruchssinn. Die riechen dich, hören dich und machen meistens auch schon einen großen Bogen um dich herum. Klar, es gibt in der Brunstzeit der Wildschweine, wenn die kleine Babyschweinchen haben, dann sollte man immer aufpassen. Aber ich persönlich habe selber noch nie Erfahrungen mit Wildschweinen gemacht. Ich habe noch nie Wildschweine im Wald angetroffen. Und wenn du siehst, da sind kleine dabei, dann machst du halt einfach einen großen Bogen um die herum und dann ist gut. Aber grundsätzlich macht das Schwein von sich aus schon einen großen Bogen um dich herum. Und wenn du jetzt nicht dein Lager mitten in so einer Schlammpfütze aufbaust, wo die sich wühlen und was weiß ich nicht was, dann sollte dir auch da nichts Großes passieren. So, zwei Tiere haben wir noch im Petto. Für das eine habe ich jetzt kein Geräusch. Und zwar ist es so ein kleines Tier, aber es kann sich so groß anhören. Und zwar handelt es sich um eine Maus. Eine Maus, wenn die durch das Laub läuft und es ist ganz leise und du liegst nachts in deinem Tarp, Zelt, Shelter etc., dann kann sich das schon mal anhören wie Schritte, die sich um deinen Lagerplatz herum bewegen. Also eine Maus hört sich oft sehr, sehr laut an, aber wir wissen alle, Mäuse tun uns nichts, das sind süße, liebe kleine Tiere, aber die rascheln halt so durch das Laub und das kann schon mal sehr irritierend sein, wenn man das vorher noch nicht gehört hat. Und zu guter Letzt, dieses Tier werdet ihr auch mit hoher Wahrscheinlichkeit erkennen. Und zwar handelt es sich um den Wolf. Der Wolf war lange Zeit nicht mehr in deutschen Wäldern unterwegs, aber ist jetzt wieder vermehrt anzutreffen. Zum Thema Wolf habe ich mir aber mal was rausgesucht und zwar: Wölfe haben zu großen Teilen zu Unrecht ihren schlechten Ruf, denn anders als es in vielen Geschichten oder Filmen dargestellt wird, sind Wölfe äußerst menschenscheu und Übergriffe von freilebenden Wölfen auf Menschen kommen so gut wie nie vor. Wölfe meiden Gebiete, in denen sich Menschen aufhalten und sehen den Menschen weder als mögliche Beute noch als Konkurrenz im Sinne eines Artgenossen an. Diejenigen wenigen Fälle, in denen von Wolfsangriffen auf Menschen berichtet wurde, sind entweder auf verhaltensgestörte Tiere in Extremsituationen, zum Beispiel stark ausgehungerte Wölfe in Krisengebieten oder tollwütige Tiere zurückzuführen. Deutschland gilt jedoch seit 2008 als tollwutfrei. Außerdem sind Wölfe keine dummen Tiere. Das heißt, die können sehr gut einschätzen, ob sie jetzt eine Chance gegen ihr Gegenüber haben oder nicht. Deswegen gibt es ja auch Herdenschutzhunde. Ein Herdenschutzhund ist deutlich größer als ein Wolf. Und ein Wolf würde niemals sich mit einem Herdenschutzhund anlegen. Natürlich, wenn das Wolfsrudel da ist und ein Riesenwolfsrudel da ist und die wissen, okay, wir sind 7-1, so, dann ist was anderes. Aber ein Wolf kann sehr, sehr gut abwägen, hat er jetzt eine Chance gegen ein größeres Tier oder nicht. Und ein Wolf geht im Normalfall so ein Risiko nicht ein. Und dementsprechend, ja, ein Wolf ist scheu und macht dementsprechend auch einen großen Bogen um dich herum. Und also, es gibt die zwar wieder in deutschen Wäldern, aber ich, soweit ich weiß, hauptsächlich in Sachsen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und hier so, ich glaube, Richtung Brandenburg oder sowas. Aber generell, ja. Auch ein Wolf ist jetzt nicht das, wovor man große Angst haben sollte. Was zum zweiten Punkt, also Tiere und Geräusche noch dazu gehört, sind Menschen, die dir im Wald begegnen können. Also es sind einmal Fußgänger, je nachdem, wo du im Wald natürlich pennst. Also wenn du jetzt irgendwo an einem Weg pennst, dann brauchst du dich nicht darüber wundern, dass irgendwelche Leute mit ihrem Hund oder was weiß ich, Fahrradfahrer an dir vorbeifahren. Das ist ja klar. Sonst, was kann dir begegnen? Jäger, Förster. Ich selber habe noch keine Erfahrung damit gemacht. Ich bin noch keinem Jäger entgegengekommen und noch keinem Förster. Ich bin noch nie in diesen Konflikt gekommen. Aber ich glaube grundsätzlich, Jäger und Förster sind Menschen, die lieben die Natur und die können auch verstehen, dass andere Menschen die Natur lieben. Wenn du also die Natur mit Respekt behandelst, alles so hinterlässt, wie du es vorgefunden hast, glaube ich, dass es keinen Stress mit Jägern oder Förstern geben wird. Wenn du natürlich jemand bist, der seinen Müll hier hinschmeißt, der seine Feuerstelle da lässt, der so ein Feuer ungeschützt macht und was weiß ich nicht was, wenn du dich einfach scheiße im Wald verhältst und keinen Respekt der Natur entgegenbringst, dass du dann Stress mit dem Förster oder Jäger bekommst, da ist man dann ehrlich gesagt selber schuld. Aber grundsätzlich, wenn du cool mit der Natur bist, wenn du einfach ein Naturmensch bist und die Natur auch mit Respekt behandelt, glaube ich, wenn es mal dazu kommt, dass man einen Jäger oder Förster trifft, wenn man das alles gut erklären kann und gut darüber sprechen kann und wiedergeben kann, dass man einfach gerne draußen in der Natur ist und dann auch alles so hinterlässt, wie man es vorgefunden hat, glaube ich, dass das alles gut ausgeht. Und hart auf hart, selbst wenn der Jäger oder Förster was dagegen hat, dann sagt er: Geh raus aus meinem Wald, dann gehst du raus aus dem Wald und fertig ist der Lack. Punkt Nummer 3, über den ich mit euch sprechen will, ist:
Fokus setzen. Wenn du jetzt deinen Fokus nur darauf setzt, was könnte mir im Wald passieren, welches Tier könnte mich zerfleischen, welche blabliblub, dieses, jenes, was könnte mir im Wald passieren? Also wenn du deinen Fokus nur darauf setzt, was dir im Wald passieren könnte, wovor du Angst haben kannst, welches Tier dich angreifen könnte, so dann lass es da, damit im Wald rauszugehen und draußen übernachten zu wollen. So, weil wenn du deinen Fokus, egal auf was in deinem Leben, wenn du das immer nur auf das Negative setzt, dann wird sich auch dein Geist nur auf das Negative konzentrieren. Versuch, deinen Fokus auf das Positive zu setzen, auf die frische Luft, auf das Naturerlebnis, auf das Lagerbauen, auf das draußen Essen und so weiter und so fort. Einfach dieses Erlebnis, was dir ein Tag und eine Nacht im draußen im Wald, ich kann gerade nicht reden, geben kann. Wenn du deinen Fokus auf das Positive setzt, dann wird das Negative immer kleiner. Deswegen Fokus setzen ist immer ganz, ganz wichtig und das nicht nur im Wald, sondern bei allem im Leben. Immer auf das Positive achten. Das ist nicht immer leicht, aber versucht euch bewusst auf das Gute und nicht immer nur auf das Schlechte zu konzentrieren. In Punkt Nummer 4 geht es um den Lagerplatz. Wo sollte man das Lager aufbauen, damit man sich wohlfühlt? So, ich habe es eben schon mal erwähnt, wenn du das in so einer Matschgrube aufbaust oder neben einer Matschgrube, wo sich Wildschweine tummeln und was weiß ich, nach Wurzeln graben und sich drin baden, so, ist jetzt wahrscheinlich nicht die beste Variante, um sich einen Platz im Wald zu suchen. Dann kannst du generell mal darauf achten, einen Platz zu finden, wo nicht 1000 Wildpfade langlaufen. Wenn du mal durch den Wald mit offenen Augen läufst, dann kannst du sehr, sehr gut erkennen, wo die Tiere ihre Wege haben. Das heißt, auch da solltest du ein bisschen darauf achten, dass du vielleicht nicht direkt mitten auf so einer Wildpfadkreuzung dein Lager aufbaust. Wenn du Kontakt mit Jäger und Förster so gut wie möglich vermeiden willst, dann solltest du natürlich auch nicht direkt unter oder neben einem Hochsitz dein Lager aufbauen, sondern versuchen und darauf achten, dass sowohl an Plätzen, wo Futter für Rehe zum Beispiel sind oder wo halt Hochsitze sind, dass du dann nicht unbedingt dein Lager aufbaust, sondern dementsprechend irgendwo anders, irgendwo geschützter im Wald, wo Bäume sind, wo man dich einfach nicht direkt erkennt und auch fernab von irgendwelchen Wegen. Je tiefer du im Wald bist, je weiter du von irgendwelchen Hochsitzen und generellen Wegen weg bist, desto geringer ist die Chance, dass überhaupt jemand mitkriegt, dass du überhaupt irgendwo im Wald bist. Dann noch das Thema Tarp oder Zelt. Meine ersten Übernachtungen im Wald habe ich immer mit Zelt gemacht. Warum? Weil ich hatte einen geschlossenen Raum, das war meine Burg quasi, in der ich war. Und wenn es hart auf hart kommt, nehmen wir an, jetzt kommt ein Bär oder irgendein Psychopath, der mit einer Machete dein Messer aufschlitzt, was niemals passieren würde. Also die Chance ist so gering, dass sowas passiert. Hallihallo, Löchen. So, dann bringt dir ein Zelt auch nichts. Aber für die generelle Psyche. Hallo, was willst du? Die Lizzie ist hier am Start. Die Lizzie ist auch am Start. Hallo, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht, Madame. Hi. So, weiter im Text. Wo war ich denn stehen geblieben? Verdammt. Ach so, Sicherheit im Zelt, genau. Zelt oder Tarp. Also die ersten Nächte habe ich, wie gesagt, draußen in einem Zelt gepennt. Ich hatte meine kleine Burg, es war ein geschlossener Raum und für die Psyche, für den Kopf ist das, für mich persönlich, ich spreche ja immer nur aus meiner Erfahrung, ist es ein extremes Sicherheitsgefühl, wenn du in einem geschlossenen Raum bist, auch wenn die Wände so dünn sind und das am Ende des Tages, falls wirklich was Schlimmes passieren sollte, nichts bringt. Aber für den Anfang kann dir das schon einiges helfen, wenn du erstmal zum Beispiel in einem Zelt draußen bist oder eine geschlossene Tarpaufbauvariante beispielsweise hast, die wirklich komplett zu ist. Falls du da eine sehen willst, blende ich dir hier gerne mein letztes Video ein. Da habe ich nämlich genau das mal gezeigt. Ist auch meine Favoriten-Tarp-Aufbauvariante mittlerweile. Aber generell sind das so meine Tipps für den Punkt Nummer 4. Und jetzt kommen wir zu Punkt Nummer 5. Meine Tipps nochmal zum Abschluss und was ich für mich persönlich generell draußen im Wald mache, um mich sicherer zu fühlen, um mich hart auf hart wehren und schützen zu können. Also generell, ich bin so, wenn ich jetzt meinen Tarp aufbaue, mittlerweile, wie gesagt, ich habe früher immer im Zelt gepennt, um mich daran zu gewöhnen und mittlerweile habe ich aber einen Tarp, aber selbst egal, welche Tarpaufbauvariante ich nutze, ich schaue immer darauf, dass eine Seite geschlossen ist. So, zum Beispiel
Beispiel habe ich auch letztes Mal ein Shelter gebaut und hinten war komplett zu. Vorne hatte ich meinen kleinen Eingang, da bin ich reingegangen und dann habe ich meine schöne BW-Faltisomatte, die habe ich dann einfach nochmal vorne aufgestellt, vor das Shelter, hatte damit oben noch so ein kleines Dreieck frei und habe mich damit super, super wohl gefühlt. Also ich schaue immer für mich persönlich, dass eine Seite geschlossen ist, egal welche Tarp-Aufbau-Variante ich mache, ob ich das jetzt mit Stöcken zumache oder mit Rinde oder wie auch immer. Also da gibt es immer genug Möglichkeiten, eine Seite irgendwie komplett zu schließen. Dann, so habe auch ich es gemacht, ich habe mich langsam rangetastet. Ich bin zwar von Anfang an alleine in den Wald reingegangen, damals hatte ich auch noch nicht die Lizzie, also da war ich dann wirklich allein im Wald, aber ich habe es mit dem Zelt gemacht. Ich bin erst mit dem Zelt allein in den Wald reingegangen, mit dem habe ich mich super sicher gefühlt. Auch da sind mal Tiere um mich herum gehuscht und ich hatte Angst, das habe ich auch manchmal heute noch, aber am Ende des Tages weiß ich, dass mir nichts passiert und irgendwann bin ich dann halt einfach auf das Tarp übergegangen. So, und ich fühle mich mittlerweile wohl im Wald, es gibt immer wieder Situationen, wo auch ich denke, okay, was war das jetzt? Letztes Mal hat mich eine Wildtierkamera fotografiert und die schicken ja manchmal auch so Live-Bilder. Dann habe ich gedacht, oh, läuft da jetzt irgendwo der Förster rum und will der mir was Böses und bla und blub. Aber am Ende des Tages bin ich morgens wieder aus dem Wald rausgegangen und mir ist nichts passiert. Also gewöhne dich langsam daran. Dann setze dich mit den Geräuschen im Wald auseinander. Was ist überhaupt im Wald? Aber das haben wir jetzt schon gemeinsam gemacht. Das heißt, wir sind mal so die Tiere und Geräusche durchgegangen. Mach das auch gerne nochmal öfter, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, okay, da hat jetzt gerade das gebellt oder geschrien, das ist ein Fuchs, muss ich mir keine Sorgen machen. Das ist das, da muss ich mir keine Sorgen machen. Was ich auch immer habe, ist, dass ich zum Beispiel mein Essen, was ich esse, ich habe halt immer so Fertigessen, was man kurz im Topf warm machen kann oder mal so ein Fisch in der Dose oder sowas. Ich verpacke, also ich mache das erstens mit Laub oder mit Wasser immer richtig, richtig sauber und danach verpacke ich das immer in einem Müllbeutel irgendwie so, dass es kein Geruch durchkommt. Der kommt meistens eh nicht mehr raus, weil es dann sauber ist. Aber ich pack's immer so, dass Tiere das erst gar nicht riechen können und auf die Idee kommen könnten, okay, vielleicht finde ich da irgendwas zu essen. Das heißt, schau, dass du dein Kram immer irgendwie so verpackst, dass es einfach für Tiere nicht mehr zu riechen ist, dass du es irgendwie runter in den Rucksack tust oder du tust es in den Rucksack und stellst deinen Rucksack ein bisschen draußen weiter weg. Ich fühle mich aber immer sicherer, wenn ich die Sachen alle bei mir habe. Der nächste Punkt ist, ich habe immer Messer und Axt neben meinem Schlafsack griffbereit liegen. Immer, immer, immer. Habe ich immer parat. Falls irgendwas sein sollte, bam, kann ich mein Messer ziehen, habe ich meine Axt in der Hand, dann stehe ich so vorm Schild und okay, was los, Freunde, was los, kommt her. So nach dem Motto. Also das ist einfach, das braucht man nicht, habe ich noch nie gebraucht, aber einfach für die Psyche, für das Sicherheitsgefühl ist das einfach eine gute Sache. Was ihr auch machen könnt, ist euch zum Beispiel zwei Meter langen Stock irgendwie irgendwo griffbereit hinzulegen, dass ihr zur Not auch irgendwas auf Abstand halten könntet, falls das mal eintreffen sollte. Wie gesagt, solche Sachen sind mir alles noch nie passiert. Aber um für euch einfach ein besseres und sicheres Gefühl nachts draußen allein im Wald zu haben, sind das meine Tipps, die ich euch so mitgeben kann. Generell, ihr wisst es, Feuer im Wald ist verboten. Aber wenn ihr ein kleines Feuer macht, ich möchte euch nicht dazu anstiften, dass ihr jetzt Feuer draußen macht. Aber wenn ihr das macht, das ist für Tiere auch immer was. Kein Tier rennt zu einem Feuer hin, weil die meisten Tiere denken sich, Feuer, ups, Instinkt, weg hier. So, die würden niemals zum Feuer hinlaufen. So, ihr wisst es, kein Feuer draußen im Wald machen. So, aber das wäre auch nochmal ein Tipp, den ich euch mitgeben würde. So, liebe Freunde, das wäre von mir alles zum Thema Angst alleine nachts im Wald gewesen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Wie gesagt, wenn ihr selber welche noch am Start habt, schreibt es gerne für die Community und für alle weiteren, die in Zukunft sich dieses Video anschauen, unten in die Kommentare. So hat jeder etwas davon. Vielleicht habt ihr auch noch einen Tipp für mich, den ich so noch nicht erzählt habe und noch nicht kenne. Sonst, liebe Leute, wenn euch das Thema Survival Training, Bushcraft, draußen in der Natur, Wandern und so weiter und so fort, wenn euch diese Themen gefallen, lasst gerne ein Abo auf diesem Kanal da. Und falls euch auch dieses Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, liebe Leute, ich wünsche euch viel Spaß bei eurer ersten Nacht oder bei der nächsten Nacht draußen im Wald, falls ihr auch schon öfter draußen gepennt habt. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Danke, dass ihr mit am Start wart. Passt auf euch auf, lasst euch nicht anquatschen, außer von mir. Ciao.